Hallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Fallout 4. In der letzten Folge. Da war ich irgendwo in so einem Trainingslager unterwegs. Trainingsgelände, wie auch immer, hier drüben irgendwo, genau hier. Trainingsgelände Nationalgarde, wo ich auch gleich wieder hinreise, weil direkt daneben ist das nächste Gebiet, wo ich hin soll. Jedenfalls habe ich dort die Leute gesucht, die verschollen sind von der stählernen Bruderschaft und habe aber wieder nur Leichen gefunden. Und jetzt war ich nur mal hier in Sanctuary, um mein Zeug abzuladen, und jetzt geht's hier direkt weiter, wieder zurück zum Trainingsgelände und auf zu der Satellitenstation, zu der ich als nächstes gehen soll. So. Es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Und da sind wir. Und ich muss mich einmal rumdrehen. Oh, die sieht man schon von Weitem her. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Oberlandstation wird angegriffen. Wo ist das? Wo ist das denn? Bin ich jetzt... Wo ist das denn? Ach, hier. Hier wird's angegriffen. Okay, dann reisen wir mal schnell dorthin und verteidigen die. Dilim, 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 sind wir schon wieder im... Knallt sie alle ab! Legen sie los. Scheiße. Verdammt viel Blut! Was war das? Was ist da gerade? Wo versteckt sich der Letzte? Komm schon, kleines... Ist noch zwei. Blödsack. Huch. Jetzt rollt ihm sein Kopf weg. Lass den doch mal hier den Kopf. Was haben wir denn jetzt noch für einen? Raider-Abschaum. Voll erwischt. Noch mehr. Ach. Lieber verziehen. Wenn er wischt. Ich glaube, der ist ein bisschen zu weit weg. Na gut. Das geht. Abgeschlossen. Hilft bei der Verteidigung von Oberlandstation. Hui! Da sammeln wir hier noch die Patronen ein. Sind die jetzt glücklich? Weil ich sie verteidigt habe. Hier noch Pistole, Patrone, Sackkapuze. Und hier lagen noch zwei Leichen, oder? Ja, hier. Grundpurken. Schrotpatrone. Gut. So, kann ich da jetzt mit dem irgendwas reden? Freuen die sich da jetzt? Ne, wo sind? Hier ist Piper. Wo sind denn die zwei, die hier lebten? Sind die jetzt tot oder leben die noch? Ne, die liegen hier im Bett. Hallo, ich habe euch gerettet. Ist jetzt irgendwas gebracht oder so? Belohnung und so, dass ich euch gerettet habe? Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Ich helfe gern. Freut mich, dass ich helfen konnte. Dein Timing war perfekt. Wer weiß, was uns ohne dich hier zugestoßen wäre. Zum Glück kann man schnell reisen, ne? Wir wissen die Hilfe zu schätzen. Okay, das war alles. Wie langweilig. Gut, dann nochmal dahin reisen, dann machen wir hier weiter. Ich habe gedacht, dann kommt jetzt irgendwie sowas wie Ansehen gestiegen oder so, oder Glücklichkeitsdingens in der Siedlung, weil hier zeigt es ja immer an. So, da, das Smiley da und so, aber naja, gut.
Dann halt nicht. Oh, ich wollte noch fix. Wollte noch was fix, was zu kauen. Ich kann auch das aufbereitete Wasser nehmen. Ist auch okay. Wird das mal alle. Folge dem Notsignal. Schon wieder ein Notsignal. Irgendwelche Fallen hier? Oh, da sind wieder Supermutanten. Ich freue mich ja so. Wir sind hier nicht allein, Blue. Wie habe ich denn den jetzt nicht getroffen? Was meinst du, was das war? Hey, ich sehe dich. Oh. Leuchtender Mutantenhund, der... was piept da so? Will ich's wirklich wissen? Wow! Habe ich mich jetzt selber in die Luft gejagt damit? Ich hasse Supermutanten. Ach du Scheiße. Nee, ich will das... Was habe ich jetzt gemacht? Wie habe ich das jetzt so rangezoomt? Ich glaube, ich nehme dann erstmal eine Splittermine. Hä? Was? Wie geht das denn? Wie kann man denn ranzoomen an seinen Pip-Boy? Und... Hä? Und wieder weg? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Na egal. Blöden Supermutanten hier. Ist ja unglaublich. Werde ich hier erstmal. Bisschen was zum Spielen für dich auslegen. So. Und dann sollen sie doch bitte kommen mit ihren Scheißkötern. Splittergranate und speichern noch, bevor ich jetzt hier wieder angreife. Dann geht's los. Vielleicht treffe ich jetzt mal besser. Vielleicht meinen Kopf. Nee, natürlich nicht. Da draußen ist was. So, treffe ich den denn? Nee. Hä? Oh, jetzt helfen die mir hier oder was? Ich will das gerne alleine machen, das sind meine EP. Wow! Wo kam das denn her? Wow! Hi! Hui! Komm, Frist! Na komm! Hui! Mensch! Wow! Verabschiede dich von der Welt! Das war krass! Der hat mir einen Molotow-Cocktail in den Kopf geschmissen, der Blödmann! Siehst du da jetzt noch welche Piper? Dort oben. Oh oh. Kommt wieder der Hund. Und da kommt noch ein Hund. Hallo?
Nein, und er ist mutiert. Hui! Was ist das für ein Freund da? Einfach nur ein Supermutant. Den ich irgendwie nicht treffe. So hin. Wie kann ich den denn nicht treffen? Und? Berserkerkreuzchen verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Rüstungsresistenz ist. So, okay. Hundefleisch, nukleares Material. Du warst doch dort. Nehmen wir mit der Ruhe. Supermutanten-Biest. Okay. Autsch, ich glaube, ich sollte mal wieder was zu essen zu mir nehmen. Einfach nochmal ein Stimpack. Wow! Was war denn das jetzt schon wieder? Explodiert einfach alles. Der auch für eine übste Rüstung an. Fort mit dir. Was passiert denn? Da hinten schießt noch einer. Dort sind noch zwei. Hier, fang die Granate, mein Freund. Ich treffe heute aber auch nichts. Jetzt ist er weg. Jetzt ist noch der von da hinten schießt. Wo auch immer der steht, da. Wow. Was sind jetzt wieder explodiert? Das sind einfach viel zu viele Explosionen hier auf einen Haufen. Fusionszelle, Kronkorken, Lasergewehr hat er dabei, Planke, Raketenwerfer. Nehme ich mit, danke. Und jetzt kriegt's, will ich nämlich einmal in meinem Leben will ich mit einem Raketenwerfer schießen. Das kriegst du nämlich auf die Nase, mein Freund. Hast du dich daneben geschossen? Habe ich ihn erwischt. So. Ich habe ja auch immerhin 35 Raketen. Blödwebsens. Blödianens. So. So, so, so. Planke. Wo hatten wir jetzt hier noch ein paar Leichen? So, ich wollte noch gucken, ob die hier alles in den... Haben die hier alle... Die Mine haben sie zum Beispiel nicht. Die kann ich wieder an mich nehmen. Ansonsten haben mich, glaube ich, die Minen schon ein bisschen gerettet. Auf den ersten anstürmenden Horden her. So, lag nicht hier noch einer? Ne, der hatte dann noch ein bisschen gepusht. Also, der war dann noch ein bisschen zu mir rangekommen, oder? Glaube ich. Hier noch irgendwas? Die waren doch hier in einem Zaun. Hier liegt noch ein Rest. Ein Rest des gesprengten Supermutanten. So. Hier ist jetzt nichts mehr. Gucken wir mal hier hoch. Geht's nicht weiter? Langweilig. Lalalala. Lalalala. So, hier haben wir nix. Blechdose. Oh, was ist denn das für ein
Blutsee. Lecker. Wie unhygienisch. Ja, so ziemlich. Ekelhaft. Lass das. Oh, da sind zwei auf dem Haufen. Da nehme ich doch nochmal einen Raketenwerfer. Der hat so viel Spaß gemacht. Oh, das ging daneben. Kann ich da reinschießen? Ist es offen? Was ist das alles? Du, kommen raus auf Versteck. Voll erwischt. Verschwendung. Komm schneller, lad nach. Bam. So kann ich nicht schießen. Das war wieder knapp. Wieso hat er nicht losgeschossen? Huiuiui. Uiui. Knappes Ding, du. Einmal hier hoch. Gucken, was wir hier finden. Weil hier war ja von der eine oben, oder? Wie viel von dem Zeug funktioniert wohl noch? War ja nicht von einer? Hey, Patronen. Was ist das? Supermutantenharnisch. Was kann der? Drei Rüstungen. Was ersetzt der denn? Militäruniform oder was? Ja, drei Rüstung. Oder zwei Beweglichkeit mehr. Wie sieht das aus? Super schick. Da habe ich quasi wieder nichts mehr an. Ne, ich lege wieder die Militäruniform an. Huch. Ne, was hat das ersetzt? Das kann man unten drunter... Was? Das... Also mit diesem Equipment-Zeugs komme ich nicht so richtig klar. Ich kann, wenn ich den Supermutanten-Harnisch anziehe, legt die Militäruniform an, aber wenn ich den schon anhabe und die Militäruniform drüber ziehe, bleibt er dran. Ich meine, mir soll es recht sein, aber... Was? Was? Macht das auch nur ansatzweise irgendwie Sinn? Oder ist das einfach nur ein Bug? So, ich guck mal hier noch fix rein. Irgendwas hier noch zu sehen, zu finden, zu... aufzudecken. Mini-Atombombe, yes. Vier Stück gleich. Ein Raider. Ein toter Raider. Stimpack. Eine Rüstungswerkbank. Und das war's. Oh, hier liegt eine Leiche. Supermut. Ne, was? Rüstung der Brüderschaft. Bruderschaft. Torso, Kampfanzug. Supermutanten Selbsttöter. Ja, der hat sich nicht nur selbst getötet, sondern auch den hier. Gewicht 2, nee, das hier, Gewicht 13. Ach du Schreck. Aber das ist so eine Powerrüstung, oder? Puh. Ist mir aber zu schwer, wenn ich da nicht reinsteigen kann, lasse ich die einfach jetzt hier. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Da oben. Gucken wir da noch rauf. Eine Menge netter Spielsachen da drin. Hinauf! Nach oben! Und schauen, was es da gibt. Da haben nämlich die Supermutanten wieder irgendwas rangebastelt. Ein wahnsinniges Konstrukt, das sehr stabil aussieht und... Jo, hier ist sogar so eine Rüstung. Cool, cool. Supermutanten-Beinrüstung. Kleidung. 7 bringt die. Ach, ach so, Beinrüstung ist komplett Beine.
Na gut, nee, will ich nicht, danke. Sollen wir hier noch Kronkorken? Lackierte Metallrüstung brauche ich nicht. Gehärtete Raiderrüstung brauche ich auch nicht. Hier haben wir noch einen Fat Man. Und dann können wir in die Powerrüstung einsteigen. Die nächste Powerrüstung für uns. Yes! Was auch immer ich mit den ganzen Powerrüstungen machen soll. Aber die sehen cool aus. Wie war das? Mit Powerrüstung kriegt man keinen Fallschaden, oder? Kann ich das mal ausprobieren? Ich speichere auch Cora kurz. So, hier waren wir hier schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Entsperren, das kriege ich hin. Oder auch nicht. Jetzt doch. Doch. Ja. Rakete, Schrotpatrone. Cool. Ansonsten ist hier oben nichts weiter, wie es aussieht. Dann gehe ich mal... in. Bam! Wie cool. Vor allem... Oh, fies gleich übst donnert überall. Krass. So. Hier ist ja quasi nichts weiter. Dann kann es ja nur noch hier oben sein. Dann gucke ich erst nochmal hier rein. Ach, geht nicht. Ist zu. So ein Mist. Was ist denn eigentlich hier zu entdecken? Diese Werft da oder was? Hm. Na, ich gehe aber jetzt mal hier hoch. Das ist das letzte, wo wir noch nicht oben waren. Und wenn das hier bei der Satellitenstation sein soll, muss es ja da... Oh. Hey. Nee. Na doch, ich komm ran. Greif einfach zu. Ist der da ja einfach gestorben? Wie ist denn der dort gestorben? Kollege, du hast irgendwas falsch gemacht. Jo. Ah, hier haben wir noch Supermutant. Grundkorken, Fusionszelle, Patrone, Vorschlaghammer und Rohrgewehr brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Molotov-Cocktail. Achso, das waren die, die wir jetzt zum Schluss noch getötet haben, oder? Ah ja. Ich glaube nicht, dass das dem seine Intention war, hier zu sterben, aber okay. Und das. Steampack. Holoband. Rüstung des Einsatzgelehrten. So. Jetzt müssen wir uns die Holo-Marke wieder, das Holoband anhören. Gelehrter Faris. Oh, hier spricht Faris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles... Oh, alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Aufklärungsbunker. Jetzt muss ich noch weiter. Was ist denn hier? Untersucht den Bunker. Markierter Ort. Ui, der ist aber weit weg, der Bunker. Na, dann gehen wir erstmal nach Sanctuary. Da muss ich nur jetzt fix noch so eine Station bauen für die. Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Was ist das, was ist dein Problem? Meistens kann ich nichts dafür. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story.
Aufregend. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Yay. Das ist gelb. Vielleicht soll ich ja noch irgendwas mit Charisma anziehen. Ich bin auch froh, dass du hier bist, Piper. Danke, Blue. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Also, willst du hier verschwinden? Das ist aber nett. Also. Was? Steige ich denn jetzt hier aus? Wieder so das nächste da dran. Nice. Wie die einfach so da dran stehen. Cool, cool. Yo, gut. In der nächsten Folge oder in dieser Folge, naja, ich weiß nicht so richtig. Ne, in der nächsten Folge mache ich weiter mit noch ein bisschen meinen Schrott vorwerten und wegschaffen und dann geht's weiter zum Bunker. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.